Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs Böblingen. Hier aus der Motorworld vom Flugfeld Böblingen-Sindelfingen zu Gast. Und herzlich willkommen, Wolfgang Lützner, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Grüß Gott. Ja, Herr Lützner, wir wollen ein bisschen nach vorne schauen, was Böblingen so in diesem Jahr alles erwartet, was auf der Agenda steht. Ein wichtiges Thema, das beschäftigt Sie und Ihre Stadtverwaltung und die Menschen der Stadt schon lange, ist natürlich das Thema Flüchtlinge. Wie ist die Situation in Böblingen? Also ich glaube, dass wir im Augenblick sagen können, dass wir alles gut im Laufe haben. Das ist ganz wichtig. Wir haben sehr, sehr viele Ehrenamtliche, denen ich an der Stelle mal Dank sagen muss, die sich engagieren, weil wir gar nicht das Personal haben, um die Flüchtlinge intensiv persönlich zu betreuen. Ich war kürzlich im Café Asyl, das regelmäßig stattfindet, und das klappt sehr gut. Mit den Unterkünftebauern haben wir ein bisschen Probleme, da sind wir aber schon im Bau. Und das Nächste, was jetzt ansteht, ist, dass wir uns darauf einstellen, wie viele Flüchtlinge noch kommen und für die dann Unterkünfte zu schaffen. Das wird noch eine große Herausforderung, aber da wir über die Jahrzehnte viel Erfahrung haben mit der Einbindung von Menschen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, macht mir das im Augenblick, so wie es jetzt aussieht, überhaupt keine Sorge. Sie haben das auch in Ihrer Neujahrsansprache ja angesprochen und gerade auch schon wieder. Ohne die ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer wäre es schwierig, oder? Ja, das ist gar nicht leistbar. Wir haben zum einen kein ausreichend qualifiziertes Personal ja in Vorhand. Man kann ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt ein Problem und zwei Monate später habe ich einen Personalstamm mit 5, 8 Leuten aufgebaut. Das geht gar nicht. Das Personal ist auch nicht von der Menge her am Markt. Und insofern sind wir auf die Ehrenamtliche angewiesen, die aber einen ganz, ganz tollen Beitrag leisten. Und so wie ich das überblicke, funktioniert es im Augenblick sehr gut. Da müssen wir wirklich dankbar dafür sein. Ihre Verwaltung und vor allen Dingen Ihr Gemeinderat hat noch im letzten Jahr auch, ich will es mal sagen, klar Kante gezeigt mit der Böblinger Erklärung. Was ist das? In der Böblinger Erklärung gehen wir zum einen mal darauf ein, dass uns die Arbeit für Flüchtlinge, für Menschen, die Hilfe brauchen, sehr wichtig ist, dass das auch etwas ist, das der deutsche Staat und die Demokratie leisten muss, anderen, die verfolgt sind, andere, denen es schlecht geht, zu helfen. Wir legen aber auch dar, dass es Grenzen hat. Wir fordern auch ein, dass die Zahl der Flüchtlinge begrenzt wird, weil die Leistungsfähigkeit einer Kommune ist auch nicht unbegrenzt. Das muss man auch sagen. Mir persönlich ist auch sehr wichtig, dass wir einen Kurs fahren in der Stadt, wo wir ehrlich mit dem Thema umgehen, die Dinge, die gut laufen, benennen, die Dinge, die nicht gut laufen, auch benennen. Denn unser Kapital ist das Vertrauen der Bevölkerung in die örtliche Verwaltung. Und dieses Kapital müssen wir erhalten. Wenn wir das verlieren, dann wird es ganz, ganz schwierig in einer Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile auch an anderer Stelle erkannt worden ist. Und ich hoffe, dass auch im Gesamtstaat das letztendlich so umgesetzt wird, so gehandelt wird. Und dann, denke ich, wird es gut gehen. Wir dürfen ja nicht nur den Blick auf Böblingen haben. Stimmung wird ja nicht nur in Böblingen pro und contra erzeugt zum bestimmten Thema, sondern es ist ja auch ein bundesweites Phänomen. Aber wir in Böblingen leisten diesen Beitrag so wie beschrieben. Und die Böblinger Erklärung ist auch von vielen gelobt worden. Ja, ein zweiter ganz wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema sind die Finanzen der Stadt Böblingen. Finanzen sind immer bei einer Kommune wichtig, aber in Böblingen jetzt auch natürlich ganz besonders. Wie steht es um Böblingen? Muss man sich Sorgen machen finanziell? Was erwartet die Menschen der Stadt? Also die laufenden Ausgaben steigen stetig an, nicht von der Kommune, nicht vom Gemeinderat verursacht, sondern durch den Gesetzgeber an verschiedener Stelle. Das macht uns großes Kopfzerbrechen, weil die Mehreinnahme, die wir derzeit haben, zum Beispiel im Bereich der Gewerbesteuer, leider nicht ausreichen, um die Mehrausgabe zu decken. Wir wollen in den nächsten Jahren, wir müssen in den nächsten Jahren im laufenden Haushalt Geld einsparen. Und das wird sicher ein großer Kraftakt, weil die Beträge, die wir einsparen wollen, / müssen, in Höhe von rund 4 Millionen Euro,
Das schaffen wir nicht, ohne dass man es in der Bürgerschaft merkt. Was verursacht Kosten? Haben Sie uns da ein, zwei Beispiele? Wir haben seit Jahren eine stetig steigende Kreisumlage. Die Beträge, die wir tatsächlich ausgeben müssen, steigen weiter und weiter. Ursache sind Ausgaben im sozialen Bereich beim Kreis. Und zudem haben wir im Bereich der Betreuung unserer Kinder unter 3 und auch über 3 stetig neue Aufgaben übertragen bekommen. Auch die Forderungen der Menschen aus der Bevölkerung wachsen natürlich mit Mittagstisch und allem. Und das führt zu stetig steigenden Ausgaben, ohne dass ja, sage ich mal, vom Bund oder vom Land oder von dritter Seite entsprechende Zuweisungen an uns kommen, um diese Ausgabe auszudecken. Und wir wollen ganz bewusst in Böblingen auch dieses Thema gut abarbeiten, in einer guten Qualität. Wir versuchen im Bereich der Kindererziehung so viel zu machen, dass alle sagen, wir haben unseren Kindern das Beste angedeihen lassen und nicht rein finanziell gesehen gesagt, okay, das, was wir gesetzlich erbringen müssen als Mindeststandard, das bringen wir und mehr bringen wir nicht. Das sind uns die Kinder dann schon wert. Gut, herzlichen Dank bis hierher, meine Damen und Herren. Wolfgang Lützner, Oberbürgermeister der Stadt Böbling, wird nach einer ganz kurzen Pause uns auch erläutern, wie die Stadt sparen will und wo. Bleiben Sie dran. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, heute mit Wolfgang Lützner, dem Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Wir haben es gerade vom Geld gehabt, vom Sparen. Böblingen muss einige Millionen einsparen. Wie passiert das? Wie machen Sie das? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man pickt Einzelpositionen raus. Wir wollen einen neuen Weg gehen. Auch, glaube ich, Baden-Württemberg-weit sind wir da vorne dran. Wir haben eine Liste vorbereitet, die wir im nächsten halben Jahr, denke ich, kriegen wir das hin, vorstellen wäre, wo die gesamte Ausgabe, alle Produkte aufgelistet sind, wo der Bürger und die Gemeinderäte nachvollziehen können, aha, das wird dort an jener Stelle ausgegeben. Und was passiert, wenn man kleine Beträge einspart, mittlere und große Beträge? Und dann kann man das nachvollziehen und dann kann eine gesamtgesellschaftliche Diskussion stattfinden, wo man denn den Hebel ansetzt. Was man wie sich leisten will, ja, und wo man, genau, vielleicht Gebühren erhebt oder wo Leistungen kürzt. Ganz anderes Thema, aber es hat irgendwie doch auch mit Geld zu tun. Die Hulb, ja, und die Innenstadt, vor allen Dingen der Schlossberg, sehr stark natürlich durch Geschäfte auch dominiert. Sie haben für beides jetzt einen Masterplan. Wie sieht der aus? Was haben Sie da vor? Der Masterplan haben wir leider noch nicht. Das wäre schön, aber wir erarbeiten ihn. Wir müssen uns die Hulb anschauen. Die Hulb ist der Bereich, wo das Geld auch für die Stadt erwirtschaftet wird. Da wird sehr, sehr viel Gewerbesteuer erwirtschaftet. Und wir müssen darauf achten, dass die Rahmenbedingungen so gut sind, dass die Unternehmen A dort bleiben, dass wir vielleicht auch so optimieren können, dass neue Unternehmen dazukommen und vielleicht auch neue Fläche bereitgestellt wäre, dass Unternehmen dazukommen. Und wir müssen zusätzlich die Infrastruktur verbessern. Das ist eine Infrastruktur, die wurde in den 60er, 70er Jahren geplant. Heute gibt es andere Anforderungen, Beispiel Breitbandkabel, Beispiel Fahrrad und so weiter. Und da haben wir einiges zu tun, weil wir wollen, dass die Unternehmen in 15 oder 20 Jahren auch noch sagen, hey, das ist ein ganz tolles Gebiet, hier sind wir gut aufgehoben, hier wollen wir bleiben. Und für den Schlossberg gilt ein bisschen ein anderes Prinzip. Da ist es mehr der Wunsch aus der Bürgerschaft,
dass man Veränderungen möchte, analog in der Bahnhofstraße. Unternehmen sind ja angesiedelt oder viele Einzelhandelsbetriebe. Wir haben dort zumindest mal nicht das Problem, dass wir Leerstände haben. Das ist ja auch schon mal sehr positiv. War auch schon anders. War auch schon anders, aber wir haben, denke ich, eine relativ gute Entwicklung. Und da wollen wir einen Plan machen, gemeinsam mit den Gewerbetreibenden, gemeinsam mit Mietern und Eigentümern, was man wo ändern kann, verbessern kann, damit die Situation insgesamt besser und schöner wird, dass die Menschen auch sagen, ah, das ist unsere Mitte, das ist unser Schlossbergring, hier fühlen wir uns wohl. Aber da müssen wir, sagen wir, ein bisschen anders vorgehen wie an anderer Stelle, weil die Private ja die Investitionen mittragen müssen. Die Stadt allein kann das nicht stemmen. Wenn wir über ein Zukunftsthema noch ganz kurz reden, dann kommen wir am Flugfeld natürlich nicht vorbei. Ja. Wir sind hier heute ja auch zu Gast. Das hat sich wirklich gut entwickelt, oder? Also das Flugfeld hat sich hervorragend entwickelt, da kann man gar nichts anderes sagen. Im Wohnbereich haben wir ja im Grunde fast keine Grundstücke mehr, außer den am See. Gewerbenachfrage ist stetig gut, auch geht immer weiter. Wir haben auch den Eindruck, dass aus dem Raum Stuttgart ein oder andere Unternehmen sich hier konzentriert. Wir haben eine ganz, ganz tolle Lage. Und insofern können wir eigentlich sagen, alles richtig gemacht. Es läuft hervorragend. Und sind auch gar nicht mehr so viele Grundstücke zur Verfügung, stehen noch zur Verfügung? Nee, 55% der Grundstücke sind verkauft. Ein weiteres Viertel etwa ist schon reserviert. Und ein Großteil, wissen wir schon, der wird auch in Bälde verkauft werden. Wir haben noch relativ wenig Gewerbefläche frei. Und da denke ich, werden wir aber auch eine entsprechende Nachfrage bekommen. Wir müssen eben nur gucken, dass wir interessante Unternehmen ansiedeln und gerade nicht nur der Nächste, der Interesse hat, der vielleicht gar nicht ins Spektrum reinkommt oder reinpasst, einfach an den verkaufen, sondern einfach sich ein bisschen Zeit lassen und gute Unternehmen raussuchen. Qualität statt Schnellschüssen. Genau. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Lützner, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen, wie es in Böblingen aussieht, was so die Themen der Stadt sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend heute mit dem Programm von Regio TV und natürlich nächsten Montag 19:15 Uhr erneut ein Stadtgespräch. Schönen Abend noch.